Meine Damen und Herren, ja, das Reichstagsgebäude ist ein Symbol, aber kein eindeutiges. Das ist ein Symbol auch für all die Ambivalenzen und Vieldeutigkeiten in der deutschen Geschichte, die wir nur als solche und als Ganzes annehmen können. Indem wir, der 14. Deutsche Bundestag, künftig an diesem Ort tagen, machen wir deutlich, dass wir uns dieser Verantwortung und Aufgabe bewusst sind. Alle Debatten, die auf Schlussstriche unter die deutsche Geschichte dieses Jahrhunderts zielen, werden an diesem Ort ad absurdum geführt. Dieser Ort ist Geschichte. Er lässt keinen Austritt aus ihr zu, er lässt keinen Schlussstrich zu. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mir scheint, dies ist der richtige Ort und die richtige Zeit, eine Zwischenbilanz der deutschen Einheit zu ziehen. Der richtige Ort, weil so wie Bonn schließlich doch für den Westen der Republik steht, Berlin das vereinte Deutschland symbolisiert. Nicht nur für die Ostdeutschen macht es viel aus, dass Regierung und Parlament nicht mehr fern am Rhein, sondern relativ nah bei ihnen, nämlich hier an der Spree sind. Und die richtige Zeit, weil das vereinte Deutschland auch politisch den Generationswechsel vollzogen hat. Und ich meine damit keineswegs nur einen Regierungswechsel. Deshalb musste für mich auch Berlin Sitz von Parlament und Regierung werden. Und deshalb, Herr Präsident, habe ich übrigens bis heute nicht verstanden, warum wir dieses Gebäude mit seiner demokratischen, republikanischen Tradition nicht mehr sollen Reichstag nennen dürfen. Die Freiheit war entscheidend. Und mit ihr, ja, wir sind der Deutsche Bundestag, wir haben auch schon im Wasserwerk getagt. Und jetzt tagen wir im Reichstag. Und so lassen wir es gerade dabei, nicht? Und wir schreiben es jedenfalls nicht vor. Die Rückkehr des Parlaments gerade an diesen Ort muss uns Verpflichtung sein, nie wieder von Deutschland aus einem Völkermord tatenlos zuzusehen. Meine Damen und Herren, für meine Partei, für meine Fraktion ist es eine bittere Erfahrung, dass die Warnung der deutschen Sozialdemokratie vor Hitler allzu lange ungehört blieb. Nicht nur im eigenen Land, sondern in der gesamten zivilisierten Welt. Wir wären nicht hier, wenn die Freiheit sich damals in gewaltfreiem Widerstand und großem Engagement nicht hätte Bahn brechen können. Deshalb, wir müssen auch über das Selbstbewusstsein der Deutschen selbst sprechen. Wir schulden den Bürgerinnen und Bürgern der ehemaligen DDR, von denen viele als Kolleginnen und Kollegen heute bei uns im Deutschen Bundestag sind, für dieses Engagement Respekt. Sie haben einen großen Freiheitswillen in die deutsche Einheit mitgebracht. Die Standortveränderung wird, davon bin ich überzeugt, auch den Blickwinkel und die Wichtung verändern. Der Osten rückt näher. Die EU-Osterweiterung wird in doppelter Hinsicht eine naheliegende Aufgabe. Die Metropolen- und Großstadtkonflikte lassen sich nicht übersehen. Wenn wir das Bonner Raumschiff verlassen und wirklich in Berlin ausschwärmen, werden wir die neuen sozialen Spannungen und politischen Herausforderungen der Gesellschaft erleben. Als Berliner würde ich Ihnen gerne noch sagen, wir Berliner sind manchmal etwas mufflig, das ist wahr, und wir meckern auch gerne, das würde ich auch nicht bestreiten. Aber wir sind eigentlich nicht weniger herzlich als Rheinländer. Deshalb bitte ich Sie, kommen Sie einfach gerne. In Berlin kulminieren alle Widersprüche dieser Gesellschaft und auch der Vereinigung. Begreifen wir Berlin als Herausforderung und nehmen wir diese Herausforderung an, weil es auch eine Chance ist. Für uns und für die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und für unsere Nachbarn. Wir sollten auch in diesem Gebäude demonstrieren. Einheit verlangt nicht Einheitlichkeit, sondern Anerkennung und Respekt in der jeweiligen Unterschiedlichkeit. Meine Damen und Herren, ich erinnere auch an die vielen Staatsgäste, die ich selbst in einen Flügel dieses Gebäudes, den Ostflügel, führen durfte, um von dort aus einen Blick über die Mauer mit all den Sehnsüchten und Hoffnungen zu erläutern. Das ist für mich Reichstag. Eine geschichtliche Entwicklung findet also hier heute einen, ich finde, demonstrativen Abschluss. Und oft
eben auch verspottete Hoffnungen werden Wirklichkeit. Und deswegen, meine Damen und Herren, hängen viele Berliner auch so an diesem Reichstag.